darf Sie herzlich zur Lehrküche begrüßen. Ich mache mit Ihnen eine ganz kurze Einführung. Wir haben uns die indische Küche heute rausgesucht. Blumenkohl-Curry ist auch ein relativ einfaches Rezept. Gemüse, was Sie haben, alles, was so rumliegt, im Kühlschrank weg muss oder im Vorratsraum, können Sie anbraten. Das dann ein bisschen an die Seite schieben von der Pfanne. Ja. Und dann kommt einfach das Curry und ein bisschen Kokosmilch dazu. Das wird dann eingekocht. Das reichen wir zu einem Reis indischer Art mit Knoblauch, Röstzwiebeln. Auch hier jetzt kommen die Gewürze wieder. Zimt, ne, haben sie genannt. Jawohl, Zimt, Kardamom, ein bisschen Pfeffer, Kreuzkümmel. Auch ganz wichtig in der asiatischen Küche. Und das wird dann das Hauptgericht sein. Ja.